Darfst du gar? Rätseln bayerisch oder nicht? Mein Rekord ist aber 21 Mal Wiesen in 16 Tagen. Ich habe nie einen Kater gehabt und ich war nie total besoffen und ja. Ihr habt mich nicht gefunden. Servus miteinander, hier ist der Tom von Wiesengaudi TV und neben mir, wir haben dich schon vermisst, das ganze Oktoberfest gesucht und jetzt gefunden am letzten Tag, die... Hab mich gut versteckt, ne? Ja, du hast dich bei uns versteckt. Julia, ich hab mich versteckt. Ich war auch nur 8 Mal auf der Wiesen, also ich war wirklich sehr schwer zu finden. Okay. Ja, ganz schwer. Julia Siegel neben uns am letzten Tag hier vor dem Käfers. Sag mal, was waren denn deine Highlights 2013? Auf der Wiesen oder grundsätzlich? Ja, erstmal auf der Wiesen und dann können wir auch grundsätzlich mal so reden. Auf der Wiesn. Also was ich dieses Jahr anders gemacht habe als die anderen Jahre, ich habe dieses Jahr einfach gar kein Bier getrunken. Okay. Das sondern? Der Trick, ich habe einfach alle 45 Minuten einen Schnaps getrunken. Dadurch kam ich auch langsam auf den Pegel von den anderen und es war irgendwie gesünder. Ich habe nie einen Kater gehabt und ich war nie total besoffen und ja. Ihr habt mich nicht gefunden. Das ist nämlich genau wahrscheinlich das Thema gewesen. Also nächstes Jahr darfst du wieder Bier trinken, weil dann finden wir dich vielleicht auch einfach leicht. Dann tanze ich auf den Tisch und genau. Liege unter dem Tisch, oder? Guck mal, da ist Julia. Die müssen wir gleich mal interviewen. Sag mal, Julia, privat und so, was gibt's da Neues? Man hat ja jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so viel gehört. Was kannst du uns da so berichten? Also ich habe seit 1,5 Jahren einen Freund neuen, Frank. Bin so glücklich wie eigentlich noch nie in meinem Leben, muss okay. Ich wirklich sagen. Sehr, sehr happy und ja, sonst bin ich eigentlich langweilig zu Hause mit den Kindern. In der Früh um 6:30 aufstehen, Kinder in die Schule bringen, nachmittags arbeiten. Wochenende unterwegs zum Auflegen, bin mittlerweile sehr viel in Asien unterwegs auch zum Auflegen, also ist alles fein. Und du bist blond seit neuestem oder noch gar nicht oder? Naja. Das letzte Mal habe ich dich noch brunett gesehen in der Presse. Dann hast du aber schon lange keine Zeitung mehr gelesen, es ist 4 Jahre her, da hatte ich schwarze Haare. Also es war vor 4 Jahren, das war seitdem bin ich eigentlich wieder blond. Merkst du, Julia, wir müssen uns einfach öfter wieder auf der Wiesn sehen. Schauen wir mal, was ich dann nächstes Jahr für eine Frisur habe. Ne? Jetzt hast du ja heute ein sehr schönes Dirndl an. Wir müssen noch mal über die Wiesn kurz noch mal reden. Ja, also ein sehr, sehr schönes Dirndl. Viele sagen ja, ja, mittlerweile ist ja die Wiesn mehr so zum Karneval geworden. Siehst du das denn auch so? Sagen wir so, man kann sagen Karneval, weil mittlerweile jeder Tracht trägt und die Touristen natürlich sich am Bahnhof schnell eine Tracht kaufen. Ich finde es aber toll, dass mittlerweile alle Tracht anhaben und nicht mehr die Hälfte Tracht. Daran erkennt man dann die Münchner und die andere Hälfte irgendwie Jeans und irgendwelche abgefuckten Shorts oder so. Also ich finde es sehr schön, dass sich alle Mühe geben und Karneval hin und her, jeder wie er sich wohlfühlt. Und es gibt Mädels, die sehen aus wie Karneval, aber fühlen sich darin wohl und das ist ja. Das Wichtigste. Was ist denn so für dich das wichtigste Accessoire? Was darf beim Dirndl auf gar keinen Fall fehlen? Beim Dirndl, was nicht fehlen darf, ist eine Bluse. Also ich finde, Frauen, die Dirndl ohne Bluse tragen, sieht immer irgendwie ordinär, primitiv aus. Da schauen irgendwie die Oberarme raus, es ist zu viel Oberweite zu sehen. Ich habe auch Freundinnen bei mir zu Hause gezwungen, Blusen anzuziehen, bevor wir auf die Wiesen gehen, weil gerade eine Frau von mir hat relativ viel Oberweite gesagt, ohne Bluse gehst du mir hier nicht raus. Und sie hat dann auch eine angezogen. Durchsichtig, aber sie hat eine angezogen. Das ist ja auch so ein Trend, der sich dieses Jahr so ein bisschen durch die Reihe gemogelt hat, oder? So ohne Bluse das Dirndl tragen bei den Frauen. Das machen immer wieder einige, weil sie glauben, es ist sexy. Aber ich finde, umso versteckter, umso verhüllter ist es eigentlich schöner, den Gedanken danach was auszumachen. So, das lassen wir mal so stehen. Ich meine, Julia ist ja vergeben, aber für alle anderen, merkt euch das vielleicht einfach mal für 2014. Dann habt ihr nämlich den Tipp, schöner auspacken zu Hause. Ja, ein Geschenk will ja ausgepackt genau. werden. Ne? Sag mal, Julia, Promi Big Brother, Dschungelcamp, so all diese Dinge. Hast du das verfolgt in letzter Zeit, vor allem Promi Big Brother? Also ich habe bei Promi Big Brother es aufgezeichnet und habe es geschafft, so alle 3 Tage mal ein bisschen durch die Aufzeichnung durchzuseppen. Ich habe mir davon mehr erwartet. Ich dachte, das wird irgendwie lustig, so wie Dschungel, aber das war so langweilig. Da waren einfach Vollprofis drin, alles Vollprofis vor der Kamera. Jeder hat probiert, sich irgendwie zu präsentieren, zu verkaufen. Ich fand es grauenhaft. Wurdest du denn angefragt? Nein. Wärst du reingegangen? Mal ganz kurz gefragt. Ich wäre definitiv nicht reingegangen. Ich habe die Frage auch mit meinem Freund diskutiert, ab welcher Summe man für sowas käuflich wäre, aber wir wurden uns über keine Summe einig, so würde ich da auch nicht reingehen. Nein. Also man schätzt ja so, welche Summen zum Beispiel David Hasselhoff oder Pamela Anderson bekommen haben, aber ich glaube, die anderen waren ja ganz weit davon entfernt. So eine Dame, die mit G anfängt und mit A aufhört. Ich kenne die Summen, die diejenigen bekommen haben. Relativ genau, aber darüber spricht man nicht. Das stimmt, da hast du recht. So, jetzt sag mal zum Schluss nochmal, Julia, das Oktoberfest. Wie oft warst du denn schon da? Oder das wievielte Oktoberfest ist das denn?
wo du jetzt hier besuchst? Also ich werde jetzt in 5-6 Wochen 39, das heißt, ich war dann 39 Mal auf der Wiesn. Also Julia wird 32 demnächst? 39, ich werde nächstes Jahr 40. Wow. Dann war ich 40 Jahre auf der Wiesn, aber dieses Jahr habe ich es 8 Mal geschafft. Mein Rekord ist aber 21 Mal Wiesn in 16 Tagen. Ja, wie hast du das denn gemacht? Bist du dann quasi doppelt immer an den Tag mitgegangen? Nein, ich habe damals für RTL moderiert, das heißt, ich war mittags zu moderieren auf der Wiesn, musste abends dann noch zu anderen Tischen und somit habe ich dann 21 Mal geschafft. Und das war einiges. Das ist wirklich ein Rekord. Vielleicht sollten wir mal probieren, das irgendwie ins Guinness-Buch der Rekorde einzubauen. Das war auch schon Überlegung von uns, ob das funktioniert. Uninteressant. Sag mal so zum Schluss, jetzt wirklich die letzte Frage. Dann darfst du feiern gehen. Was verbindest du denn mit der Brezen und mit dem Oktoberfest? Mit der Brezen und dem Oktoberfest? Oder meinst du die Brezen mit dem Oktoberfest? Wie du möchtest. Einfach mal so dahingestellt, das beide, miteinander. Also Brezen ist etwas, wo man eigentlich mit seinem Partner dran reißt und wer das größere Stück hat, hat einen Wunsch frei. So habe ich es auch noch nicht gehört. Finde ich schön. Dann schmeckt eigentlich die Brezen mit dem Oberster am allerbesten und nicht das Graubrot. Brezen ist eigentlich das Lieblingsessen auch meiner Kinder mit Leberwurst und Essiggurken oder mit Butter nur drauf. Also Brezen ist etwas, was man eigentlich immer im Kühlschrank haben sollte. Das Oktoberfest sollte man auch immer im Kühlschrank haben. Auch im Kühlschrank. Bier, Champagner und Schnaps natürlich. Genau, und Weißwürste und alles, was dazugehört. Also Oktoberfest und Brezen ist definitiv etwas, was in München nicht wegzudenken ist und der größte Volksfest der Welt. Und ich glaube, Brezen ist, glaube ich, doch was Deutsches, oder? Ich glaube, ja. Wir können es nochmal als Abstimmung einfach an alle Wiesengraude-TV-Zuschauer schicken, ob die Breze deutsch ist, bayerisch oder ist sogar... Ist Brezen bayerisch oder nicht? Das ist wirklich mal eine Quizfrage. Also ich fahre ja jede Woche von Nürnberg nach München öfters und es gibt in Nürnberg Brezenstände am Bahnhof und diese Brezen sind aber mit so einer Lauge überzogen und da fehlen mir die Salzkörner drauf. Ich kaufe immer die mit Camembert und mit der Leberwurst, ist auch fein für den Zug, aber da fehlen mir die Salzkörner und das mache ich zum Beispiel gar nicht. Weißt du was, das finden wir raus und 2014, spätestens da, sehen wir uns wieder und ich verspreche dir, hoch und heilig, bis dahin haben wir das Rätsel gelöst. Hervorragende Idee, machen wir. Jetzt muss ich rein. Jetzt musst du rein. Ja. Viel Spaß, Julia, vielen Dank und bis bald. Und ja, bis zum nächsten auch Jahr. Heute kein Bier trinken. Nein. Danke dir, ciao.